das ist also das Bild, an dem du arbeitest? Ich weiß nicht, es fehlt noch eine Kleinigkeit. Genau hier im Meer. Oh, was machst du da? Das ist mein Bild. Ich will keine Fische. So ein Unsinn. Dieses Bild braucht unbedingt Fische. Das reicht. Nimm das. Ach ja, dann ist der hier für dich. Oh, genug ist genug. Ein Klecks Pink. Okay, dann kommt jetzt etwas Grün für dich, du Grinch. Du bist das Allerletzte. Meine Malerrolle ist die stärkere von beiden. Oh mein Gott, was geht denn da vor sich? Oh, das reicht. Ihr beide braucht eine Challenge. Ab in die Box. Nein, nein, nein. Schnell, lauf so schnell, wie du kannst. Oh Mann, jetzt sind wir in der Box gefangen. Was wohl in dieser Runde dran ist? Die Farbrolle ist Mist. Weg damit. Was hat sie denn jetzt wieder vor? Seid ihr bereit für noch mehr Kunst? Meine Güte. Zeit für das Rad. Wofür es sich wohl nun entscheidet? Tanzen. Eine gute Wahl. Tanzen? Echt? Wie soll das denn funktionieren? Vielleicht ist das eine Frage der Perspektive. Ich betrachte es mal aus diesem Winkel. Oder ich fange einfach mal an zu malen. Mir gefällt, wie meine Ballerina aussieht. Oh Mist, mein Stift ist gebrochen. Was mache ich denn jetzt? Oh, da ist ein Spitzer. Der kommt wie gerufen. Bin ich erst mit dem Spitzen fertig, male ich sofort weiter. Ich spitze lieber alle Stifte. Die Farben werde ich schließlich brauchen. Und ich will nicht mit stumpfen Stiften malen. Puh, Moment mal. Wow, ich habe noch eine bessere Idee für mein Bild. Sieh nur, wie schön das an ihrer Taille aussieht. Das wird voll schön. Und das letzte Stück. Das kommt genau hierhin. Okay, nun brauche ich einen schwarzen Marker für die Outlines. So, der Stift ist die Hautfarbe der Ballerina. Ein Textmarker verleiht ihr strahlendes gelbes Haar. Dazu kommen eine pinke Krone und ein pinker Leotard. Oh, und Ballettschläppchen natürlich auch. Die darf man nicht vergessen. Fertig! Und ich liebe mein Bild. Oh mein Gott, wow. Und wie wär's mit diesem Winkel hier so? Oh, du meine Güte, alles in Ordnung? Bist du verletzt? Oh, mein Fuß, der ist wohl verdreht. Schnell, leg ihn hoch. Oh, die nächste Challenge wartet auf euch. Ich habe schon viele Äpfel gesehen. Ich weiß genau, wo ich anfangen muss. Am wichtigsten ist ein perfekter Kreis. Aber wo soll nun der Stamm hin? Der Kreis nimmt schon die ganze Seite ein. Ugh. Nochmal von Anfang. Ich könnte eine kleine Inspiration gebrauchen. Moment, ich sehe den perfekten Apfel. Sie scheint abgelenkt zu sein. Ich leg los. Mission Apfel Impossible kann beginnen. Ich bin bewaffnet und bereit. Ein sauberer, sorgfältiger Schnitt ist alles, was es braucht. Was macht Annie da? Hör sofort auf, setz dich hin. Sorry. Oh Mann, ich war so nah dran. Schätze, ich zeichne einfach, was ich kenne. Wie ist das englische Wort? Apple? So einfach. P-P-L-E. Moment mal. Wenn ich das Wort durch 5 teile, oder besser gesagt durch einen Apfel, dann komme ich dem Ergebnis immer näher. Okay, ich male die 5 etwas größer. Wer hätte gedacht, dass nur eine Zahl einen halben Apfel ausmachen kann? Man würde echt nicht meinen, dass es mal eine Zahl war. Besonders, wenn man alles ausmalt. Mit der richtigen Mischung bekommt man einen 3D-Effekt. Den Stamm nicht vergessen. Etwas schattieren und ein paar zusätzliche Details. Und das Teil sieht so gut aus, dass man es essen könnte. Findet ihr nicht auch? Tada! Fertig! Ich auch. So realistisch und so, einfach. Da muss ich nicht lange nachdenken. Bravo, Annie. Gewonnen, ja! Ich wünschte, ich hätte einen echten Apfel. Ich auch. Oh, da hat schon jemand dran geknabbert. Oh. Ha, meiner ist frisch. Wo ist mein... Ene, mene, mei, ich zaubere eine Rose herbei. Ein toller Zaubertrick. Hier, eine Rose für das Publikum. So eine hübsche Rose. Die darf nicht verwelken. Hey, ich will sie auch abzeichnen, Brian.
Prägt dir die Form der Blüte ein. Oh yeah. Das kann ich aus dem Kopf malen. Die Rose hat zu mir gesprochen und hat meine Kreativität erweckt. Zieht euch die Form der Blüten rein. Die Farbkombination gefällt mir sehr gut. Erkennt ihr schon die Texturen? Die Farben sehen richtig lebendig aus. Jetzt kommt die Feinarbeit. Einfach und doch brillant. Vergiss nicht, den Schatten zu malen. Damit sieht die Blume gleich viel realistischer aus. Bleib geduldig und deine Mühe wird sich bezahlt machen. Das Endergebnis wird dich umhauen, versprochen. Gleich sind wir fertig. Und geschafft. Gerade rechtzeitig. Zeigt mir eure Zeichnungen. Cool, oder? Muss das sein? Ich bin nicht sehr weit gekommen. Oh, das ist ein Jammer. Brian? Was? Okay, von mir aus. Hier, für deinen Blumenstiel. Danke. Nur noch ausschneiden und ankleben. Fertig! Ausgezeichnet. Ein Bild, das durch eure Freundschaft entstanden ist. Für mich seid ihr beide Gewinner. Dennoch gewinnt Gina. Gibt es etwas Klassischeres als ein Stillleben? Und wie schwer kann das schon sein? Das Pop-It macht Spaß. Okay, wie bekomme ich den Apfel zum Glänzen? Das ist kein schlechter Anfang, oder? Das könnte ich ewig machen. Nee, eigentlich nicht. Geh mir aus dem Weg. Ich wette, das kriege ich raus. Mir ist so langweilig. Was macht sie da drüben? Sie malt einen Haufen Obst? Das werden wir ja noch sehen. Sieh an, was haben wir denn hier? Hä? Warte, da fehlt jetzt was. Was zur... Dann muss ich wohl von vorne anfangen. Wann ist sie denn endlich fertig? Hallo, Apfel! Okay, hat sich der Apfel bewegt? Wie soll ich denn so arbeiten? Das ist lustig! Okay, dieses Mal wird's was werden. Wie bitte? Ich verstehe das nicht. Hallo? Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Hey! Ich hätte wissen müssen, dass du dahinter steckst. Komm zurück. Jetzt komm her. Du gehst nirgendwo hin. Wenigstens nicht, solange ich male. Okay, das hier noch. Oh, jetzt kann ich endlich in Ruhe malen. Okay, wo war ich? Hallo? Wie lange muss ich denn hier hängen? Lass mich runter! Hast du dir selbst zuzuschreiben? Ja, warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen? Ich male einfach den Schatten der Früchte ab. Damit fällt das lästige Raten weg. Und ich kann mich voll und ganz auf die Pinselstriche konzentrieren. Jetzt kommt die Birne. Ihre Form ist super knifflig. Wow, ich komme so ziemlich schnell voran. Das Obst ist fertig. Jetzt fülle ich noch den Hintergrund ein bisschen auf. Meine Signatur darf natürlich nicht fehlen. Das könnte eines Tages wertvoll sein. Und fertig. Aber nicht dank dir, Schwesterherz. Ja, meine Hände sind frei. Aber warte. Oh nein. Aha, mir geht's gut. Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Huh? Na endlich! Da passiert was! Sieh nur das Licht! Sieht nach Aliens und UFOs auf. Wie aufregend! Das ist so cool, was wohl als nächstes passiert. Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair! Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na, dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme, zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh my gosh, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein. Hey, Alien-Kumpel, guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch?
Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Oh, sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Hm, der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Sehen, wer das Rad drehen darf. Wie du meinst. Juhu, gewonnen. Ich drehe das Rad. Warte, Schere schlägt doch Papier. Oh, ein Hase. Das wird mir Spaß machen. Aber Schere schlägt doch Papier. Hey, die erinnern mich an Hasenohren. Ich habe eine Idee. Ich sollte lieber anfangen. Das wird ein Kinderspiel. Das ist der Körper. Und das sind die Pfoten. Jeder Hase liebt Karotten. Jetzt kommen Augen und Mund dazu. Pink ist perfekt für die Ohren. Und den Mund. Die Karotte braucht auch noch Farbe. Und etwas Grün. Schon ist der Hase fertig. Gar nicht übel. Wow, ich bin beeindruckt. Ich muss mich beeilen. Unter Stress kann ich nicht arbeiten. Immerhin ist da eine Karotte. Wieder gewonnen. Wer ist die Beste? Na, ich. Schluss damit. Was ist das? Sind das Karotten? Bei dem Preis verliert man gerne. Die sind gut für die Augen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? In der Runde sind wohl Boxen dran. Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spraydosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Hä? Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier. Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada! Mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Oh, Mann, naja, ich habe meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins, das werden ja immer mehr. Ha! Das Rad schlägt nun wieder zu. Also dann, los geht's. Es dreht sich erneut. Es hat einen Sternenhimmel gewählt. Ich hab's. Wo ist die Farbe? Ich will sofort anfangen. Die Farbe ist bereit und mein Pinsel auch. Los geht der Spaß. Gut, zuerst male ich mit Schwarz. Das wird ein dichter Balken. Und darunter kommt ein Spritzer Blau hinzu. Und dann noch etwas Lila, Blau, Weiß, Gelb und Orange. Dann streiche ich die Farbe von links nach rechts. Dadurch entsteht ein Farbverlauf. Okay, fehlt nur noch etwas Gelb. Das sieht gut aus. Und hier unten noch etwas Schwarz. Es fehlen noch ein paar Strukturen in meinem Himmel. Ein kleiner Zaun und Baum sorgen für die Atmosphäre. Die Äste sollen aber nicht nackt sein. Ich will kleine Blätter haben. Oh, sehr schön. Ich glaube, ich fange einfach mal an und sehe dann, was passiert. Ich wähle Blau. Und noch mehr Blau. Yeah, mir gefallen all die dunklen Farben. Die sind richtig schön. Gut, Pinsel, bist du bereit, loszulegen?
Wow, es sieht so toll aus, wie die Pinselstriche alles verändern. Sieh nur, wie die Farbe über die Leinwand gedrückt wird. Gut so. Bisschen in die Ecken. Die Farbe tropft auf meine Leinwand. Augenblick mal. Das sieht toll aus. Hey, hier ist meine Leinwand. Mein Sternenhimmel ist fertig. Ja, das sehe ich auch. Dein Bild ist eine Wucht. Yes, vielen Dank. Den Sieg hast du dir verdient. Nächste Runde beginnt. Ich mach dich fertig. Wow, beruhig dich. Okay, ich nehme das aber richtig ernst. Lass uns das Rad drehen. Ist das Glück auf meiner Seite? Oh, interessant. Also bitte, wo ist denn da die Herausforderung? Keine Ahnung, was ich tue. Hochmut kommt vor dem Fall. Zeit anzufangen. Mal sehen, was Luna so malt. Nicht schummeln, nicht schon wieder. Da war nur etwas Staub, okay? Mach weiter. Staub als ob. Ich male zuerst ein Y, dann male ich die Finger. Und den anderen Finger und dann den Rest der Hand. Und ein kleines Herz. Ich bin fertig. Gar nicht schlecht, oder? Na, was sagst du? Ist ganz okay. Das ist mein Bild. Die Runde geht bestimmt an mich. Ja, das hast du verdient. Es gibt einen Preis? Luna, darf ich? Wie romantisch. Aber... Ich bin so einsam. Oh, mein braver, braver Junge. So hübsch. Nun, warum malt ihr nicht ihn? Sofort. Oh, es geht los. Und ich bin ein Hundeprofi. Ist doch nur ein Kopf, Körper und vier Beine. Sieht etwas simpel aus, oder? Ach, ich versuche es nochmal. Ich denke, größer ist besser. Ach, immer noch schlecht. Nein, geht gar nicht. Oh, hey. Was? Beruhige dich. Hey, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann meine Hand als Richtlinie verwenden. Wenn ich einmal die Umrisse habe, kann ich mich um die Details kümmern. Glaubt mir, das wird fantastisch. Seht ihr? Fehlt nur noch etwas Farbe. Und dieser brave Junge hat schokoladenbraune Vibes. Die rosa Zunge darf nicht vergessen werden. Das Markenzeichen aller Hunde. Tada! Gefällt es dir? Die Ähnlichkeit ist erschreckend. Und deines? Annie? Was? Keine Zeichnung. Das heißt, du hast gewonnen, Emma. Die sehen ja lecker aus. Danke. Schokohunde. Ich beginne mit diesem hier. Sieht lecker aus. So cremig. Unfair. Oh, beruhig dich, Kleines. Nimm einen. Oh, wirklich? Danke. Das sieht so süß aus. Matthew wird's lieben. Oh. Oder auch nicht. Ich muss das ändern. Toll, ich habe keinen Radiergummi. Was soll's? Ich habe noch einen im Federmäppchen. Wo ist er? Ich bin mir sicher, dass... Moment mal. Gina, darf ich deinen Radiergummi haben? Klar, hier für dich. Ups. Hey, du. Danke, echt nett. Genau, was ich brauche. Matthew hat ihn noch. Ich statte ihm einen Überraschungsbesuch ab. Puh, Matthew lebt echt weit weg. So spare ich mir schon mal das Duschen. Ich hätte eine Jacke mitnehmen sollen. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Was? Du siehst echt hübsch aus. Das glaube ich nicht. Und mit meinem Radiergummi. Das ist voll ätzend. Blöder Matthew. Wie kann er nur? Meinen Radiergummi kann er vergessen. Was mache ich jetzt? Gina. Huh?
Hä? Wie lange bist du schon hier? Nimm den Spitzer. Wie? Augenblick mal, schon kapiert, danke. Das hätte mir früher einfallen können. Zuerst drehe ich den Spitzer um, dann bedecke ich die Unterseite mit Kleber. Ich fülle ihn bis oben hin auf. Dann muss es trocknen. Das sollte reichen. Der Kleber radiert den Stift weg. Das funktioniert voll gut. Jetzt kann ich das Bild fertig malen. Hä? Ich wollte dir helfen und das ist für dich. Oh, wie niedlich. Tut mir leid. Hä? Hier ist es so dunkel. Ich habe solche Angst. Was ist das für ein Ding? Verschwinde aus meinem Zimmer. Hilfe! Was ist hier los? Da ist ein Riesenmonster. Dafür hast du mich geweckt? Ein Kleiderständer? Oh, schätze, das war nur in meinem Kopf. Gute Nacht. Entschuldigung. Aber dunkel ist es trotzdem. Ist nur ein Kleiderständer, stimmt's? Ich bin sicher. Was? Es ist wieder da. Ich brauche Hilfe, bitte. Hilfe. Was? Da drüben. Oh. Ich sehe hier nichts. Aber ich weiß, wie wir das ein für alle Mal beenden. Zuerst schwärzen wir die gesamte Leinwand. Wenn wir damit fertig sind, tragen wir mit einem Stempel weiß auf. Mit schwarz malen wir dann einen Baum. Wir malen sogar einen kleinen Wald. Als nächstes kommen weiße Sterne an den Himmel. Mit etwas Spritzern stechen wir dann Löcher in die Leinwand. Wir machen hier und da ein paar Löcher und stecken dann Lichter durch. Damit solltest du dich sicher fühlen. Wow! Jetzt musst du keine Angst mehr haben. Licht aus! Hä? Was ist das da drüben? Oh, ein Monster? Oh, hör auf, mich zu ärgern. Jetzt fühle ich mich viel besser. Monsterfrei, so muss das sein. Welch lieblicher Duft. In eurer ersten Challenge müsst ihr eine Gans malen. Ich erwarte Großes von euch. Oh, wow. Das wird lustig. So niedlich. Womit fange ich am besten an? Yes. Das Wichtigste ist, den Stift richtig zu halten. Was machst du da? Ich will doch nur deine Technik sehen. Hör endlich auf damit. So ein Spielverderber. Kann ich meine Hand als Referenz nehmen? Oh, das kurbelt meine Kreativität an. Male zunächst deine Hand nach. Der Daumen ist der Kopf. Und die Hand ist der Körper. Vergiss nicht, die Füße zu malen. Mit etwas Farbe sieht das gleich viel lebendiger aus. Diese Gans hat gelbe Federn. Die Füße kann man in braun malen. Gleich bin ich fertig. Okay, dann zeigt mal her. Ganz klar eine Gans. Ich bin dran. Und, was denkst du? Beide Zeichnungen sind atemberaubend. Doch diese Maltechnik hat mich überzeugt. Ja, gewonnen! Oh, Selfie-Zeit! Hat sie Selfie gesagt? Das ist meine Chance! Du magst doch Blasenfolie! Ha! Klingt cool, oder? Oh, erwischt! Nervt dich das? Hör damit auf! Bitte, ich ertrag das nicht mehr! Was machst du? Stopp! Du willst mich so zurücklassen? Oh, damit kommst du nicht durch. Gut, dass die nicht so eng sitzt. Puh. Warte mal. Ja, ich weiß. Ich denke, ich kann daraus was Cooles machen. Wer möchte einen Farbklecks? Ich fülle die Blasen einfach mit Farbe. Und das Beste daran ist, sie knallen nicht. Aber schau mal, was rausgekommen ist. Ein süßes, glückliches Gesicht. Und das hänge ich direkt hier auf. Wo ist sie hin? Cool! Oh! Seid ihr bereit? Hey! Wow! Wie niedlich! Er hat sogar einen kleinen Pullover an. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Auf die Plätze, fertig, malt los. Okay, mal sehen. Ich
Ich muss aufholen. Diese Runde wird dann nicht gehen. Ich habe mich schon wieder vermalt. Nein, nicht bewegen! Wie male ich am besten einen Hund? Ich schreibe das englische Wort für Hund, Dog. Vielleicht inspiriert mich das. Was könnte man daraus machen? Das ist es! Jetzt habe ich eine Idee. Male Ohren in einer D-Form. Erkennst du schon das Gesicht? Oh, so eine süße Schnauze. Jetzt erkennt man schon mehr. Den Körper nicht vergessen. Mit etwas Farbe sieht die Zeichnung viel lebendiger aus. Hunde mit braunem Fell mag ich am liebsten. Fertig? Auf jeden! Los, zeigt mir eure Kunstwerke. Wie süß. Gute Arbeit. Aber ich habe Super Dog gemalt. Auch sehr süß. Eine schwierige Entscheidung. Die Runde geht an Gina. Yes! Haha! Dieses Ding zu poppen ist wirklich befriedigend. Wie wär's, wenn ihr das zeichnet? Ich liebe Poppets. Okay. Jen wählt die bunte Variante. Aber ich werde noch kreativer als das. Ich leih mir den mal kurz aus. Zuerst legst du etwas Klebeband so aus. Dann machst du solche Farbkleckse. Nimm dann einen Kamm, um ein lustiges Muster zu machen. Der bringt die Farben sehr gut zusammen. Viel interessanter als Pinselstriche. Und wenn du das Tape abziehst, hast du saubere Linien. Siehst du, was ich meine? Wow, das hat wirklich funktioniert. Mein Kamm, was hast du mit ihm gemacht? Das ist meiner. Sorry. Kein Respekt. Süßes Friedensangebot? Nein, glaube ich nicht. Warte mal. Okay, gib sie her. Das könnte interessant werden. Lila, mein Favorit. Du gehst an die Spitze. Damit erwecke ich es wirklich zum Leben. Und es sieht aus wie ein Poppet. Nice. Zeigt sie uns. Hier. Das ist dir abgefahren. Aber Jennifer. Wirklich spektakulär. Und die Gewinnerin? Wow. Ich wusste nicht, dass es Poppetregen gibt. So gut. Ich sehe etwas, was ihr nicht seht. Bedeckt eure Augen. Diese Challenge wird aufregend. Okay. Hey, hier ist eure nächste Challenge. Yes, das ist die beste Challenge von allen. Oh Mann, ich liebe Poppets. Jetzt kann ich die Form nachmalen. Die Farben stehen schon bereit. Zuerst fange ich mit Lila an. Die Reihe ist fertig. Was zum... Okay, ich bin fertig. Vorsichtig. Ha! Und Showtime. Ran an den Speck. Ryan, was hast du damit vor? Das wirst du gleich sehen. Oh yeah. Los geht's, Baby. Jetzt passt mal gut auf. Malt kleine Punkte auf dem Stab. Malt noch mehr Punkte in einer anderen Farbe. Und dasselbe nochmal in Orange. Nimm die Farben eines Regenbogens. Gleich bin ich fertig. Gleich kann's so richtig losgehen. Roll den Stab auf dem Papier, solange die Farbe nass ist. Gina, guck dir das an. Welche hervorragende Leistung. Nicht schlecht. Aber Brians Bild hat mir den Atem geraubt. Verneigt euch vor dem Poppet-König. Danke, danke, vielen Dank. Ha, da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß.
Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Lass mal sehen. Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände? Das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Ich male das Eis rot an, das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Oh, sie liegt schon wieder so weit vorne, ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht sich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben. Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada! Aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden. Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne. Und jetzt ein Zauberwürfel. Na, das ist eine echte Challenge. Ein Lineal und ein Stift. Oh, ich hab's. Das Lineal hilft mit vielen geraden Linien. Die Winkel lassen es als 3D erscheinen. Was macht Nick denn da? Wie hat er das denn geschafft? Einfach das Papier gedreht? Es ist ein bisschen komplizierter als das. Mit der richtigen Schattierung kann das echt dynamisch aussehen. Siehst du? Der Stift ergibt einen tollen Kontrast. Fast fertig. Und nun? Eine super leichte Schattierung. Man kann es kaum sehen. Dieser Schatten lässt es richtig hervorheben. Ja. Hä? Wie macht er das denn? Boah, das steht total aus dem Blatt hervor. Sowas von cool. Bereit zum Spielen? So. Los geht's. Oh, ich will das auch mal probieren. Schaut euch das an. Was ist das? Es bewegt sich. Wow. Gut gemacht, Nick. Es sieht aus, als würde mich das angreifen. Ich gehe ein bisschen näher ran. Ja, schau. Boah, wie geht denn die ab? Ha. All die fliegenden Farben. Wird er schon schwindelig? Noch eine Drehung. Und fertig. Oh, oh nee. Was? Ist da was auf meinem Gesicht? Wow, wie abstraktes Make-up. Na, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Puh. Das! Warte, was ist das? Oh, die sieht flauschig aus. Es gibt auch eine Babygiraffe. Die gehört mir. Okay, dann gehört mir die Babygiraffe. Ha, meine Giraffe ist viel besser. Okay, nicht bewegen, ich muss dich abmalen. So weit, so gut. Was machst du da? Ich untersuche die Giraffe. Oh, gute Idee. Ha, wie läuft es bei Justin? Voll realistisch, oder? Ich nenne ihn Gary. Das sieht gar nicht wie eine Giraffe aus. Das wird etwas schwierig. Der richtige Winkel ist das A und O. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand so auf das Papier und fahre sie nach. Dann male ich ein Gesicht dazu. Und schon ist es eine Giraffe. Nun wird sie noch angemalt. Der Braunton passt perfekt zu ihr. Der Rest wird gelb angemalt. Vorsichtig, ich will schließlich nicht über die Ränder malen. Jetzt ist der Hals dran. So, das reicht. Zum Glück ist mir das eingefallen. Ja, okay, das ist echt cool. Sorry, Gary. Das ist für dich. Dankeschön. Wärst du auch gerne Teil einer Kunst-Challenge? Veranstalte eine mit deinen Freunden. Lass uns wissen, wie es läuft. Und vergiss nicht, unseren YouTube-Kanal für weitere spannende Inhalte zu abonnieren. Hast du eine coole Idee für ein Meisterwerk, weißt aber nicht, wie du sie umsetzen sollst? Kein Problem, denn wir haben einige praktische Tricks, mit denen du deine Idee in ein Kunstwerk verwandelst. Also, lass uns deine kreativen Säfte in Wallung bringen.
Wow, der ist echt weit oben. Mann, ist der schleimig. Oh-oh. Hi. Setz dich, Ellie. Oh, okay. Sieh mich nicht an. Oh, wie nett. Die Farbe steht mir. Tschie. Okay, Klasse, schlagt eure Bücher auf. Muss das sein? Die heutige Stunde wird aufregend. Als ob. Ich liebe ihre Notizbücher. Dann fange ich mal an, Notizen zu machen. Ich weiß, der Stift ist super süß. Ich hätte auch gerne schöne Sachen. Meine Sachen sind voll langweilig. Oh, wie unfair. Was ist da hinten los? Moment mal. Was ist das Problem? Ich bin neidisch. Lass mal sehen. Das ist ein toller Stift. Vielleicht kann ich helfen. Echt? Pimp deine Stifte mit diesem einfachen Trick. Entferne die Stiftteile. Fülle die Stifthülle mit Kleber auf. Achte darauf, dass nichts daneben geht. Das sollte reichen. Fülle nun Glitzer hinein. Steck nun die Stiftmine hinein. Und schraube den Stift wieder zu. Ein toller Glitzerstift. Echt schön, oder? Wow, der ist toll. Der kleine Freund hier kommt obendrauf. Oh, er ist so niedlich. Danke. Warte kurz. So fühle ich mich wohler. Wow, echt stylisch. Die nehme ich. Die ist nicht gut genug. Du brauchst ein Makeover. Ich fühle mich so lebendig. Wie hast du das gemacht? Ist das wichtig? Du siehst toll aus. Sie sind mein Lieblingslehrer. Ich mache nur meine Arbeit. Ich bin so glücklich. Was? Wow, ich liebe deinen Look. Oh, ich habe etwas für dich. Echt? Für mich? Danke. Bestie. Selfie. Ich liebe diese Klasse. Oh, ich muss mich umziehen. Aha, die heutige Stunde handelt von... Ich bin gespannt, was es dieses Mal wird. Wählt eine Zahl. 3, 1. 3, 1. Nein, wir nehmen nicht die 1. Okay, ein Kompromiss. 2. Okay, das ist fair. Nummer 2, zeige dich. Wow, ein süßes, flauschiges Schaf. Eure Zeit beginnt jetzt. Oh. Ich habe keine Zeit dafür. Ich fange besser an. Hast du gerade alle Stifte geklaut? Was ist das? Du bist nur neidisch. Klar, sicher. Sieht total realistisch aus. Schau zu und lerne. Magst du Magie? Ist das nicht was für Kinder? Dann bringe ich dich mal zum Staunen. Ist das mein Geld? Ist das alles, was du hast? Das ist etwas klein. Oh, ich hab's. Wie ist das dahin gekommen? Ich beschwere mich nicht. Genau, was ich brauche. Ich lege die Münze auf das Papier. Und male M-Formen drumherum. Okay, weg mit der Münze. Zeit, das Gesicht zu malen. Nicht so schlecht. Ha! Nur noch ein paar Details. Und fertig. Das war's. Zeit ist um. Zeigt mir eure Arbeit. Tada! Gib's zu, das ist echt niedlich. Es ist okay. Hey, wo willst du hin? Komm zurück. Haha, ich gewinne, oder? Ja, Justin, du gewinnst. Juhu! Gut gemacht. Das ist echt aufregend. Ich frage mich, was wir wohl tun müssen. Ich wusste nicht, dass der Tee hier so lecker ist. Schau mal da drüben. Oh, wow. Wie schön die alle sind. So bunt. Sowas habe ich noch nie gesehen. In der Tat. Schau nur, wie sie sich im Wind
bewegen. So schön. Ich liebe sie und ihre Schönheit. Dieser Tee ist alt, glaube ich. Mir wird ganz schlecht. Oh Mann, komm schon. Wir haben denen doch so viele Komplimente gemacht. Oh mein Gott, was für ein Pech. Warum lachen sie mich aus? Sie haben auch was abbekommen. Hä? Wovon redest du? Oh Mann. Verstehe. Ich hab da draus getrunken. Ach du meine Güte. Irgendwie auch witzig. Warum lachen sie? Es wurde zweimal gekackt. Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Diese weiße Leinwand wird nicht funktionieren. So, viel besser, glaube ich. Okay, ich brauche etwas Kreide, dann male ich eine 2. Das ist meine Inspiration. Und dann male ich eine zweite 2. 2 Zweien. Und dann geht's weiter. Ein paar Wellen hier und ein gerader Ast hier. Und ein paar Federn hier drüben. Das wird der Flügel. Und ein süßes kleines Auge. Und natürlich wäre es kein Vogel ohne Schnabel. Zeit für einen kleinen Kreidetrick. So ekelhaft. Warum musste mir das wieder passieren? Und mein Bild ist fertig. Aha, schau dir mein Kunstwerk an. Ich habe die Papageien echt gut abgebildet. Meine Güte, ich liebe es. Nein, das soll wohl ein Scherz sein. Dieser Garten sieht heute einfach wunderbar aus. Oh, ein Apfel direkt von der Quelle. Schaut euch all dieses Obst an, das nur darauf wartet, aufgehoben zu werden. Hey, siehst du, was ich sehe? Sie ist echt süß. Es riecht so gut und süß. Oh mein Gott, das kann ich nicht glauben. Was für ein wunderschöner Strauß. Meine Güte, die Blumen umranden einen Spiegel. Oh wow, schau dir das an. Sie liebt ihre Blumen. Ich kann es nicht glauben. Ich muss noch mal nachsehen. Das kann nicht ich sein, oder? Bin ich jünger geworden? Oh, ich war so hübsch damals. Denkst du, es ist ein Zauberspiegel? Keine Ahnung. Oh, ich wurde gerade total inspiriert. Wo geht sie hin? Ach, egal. Ich schaue besser auch mal in den Spiegel. Wo fange ich an? Oh, willst du mich malen? Okay, warte kurz. Ich kann das besser. Versprochen. Oh ja, so ist es gut. Ein Strich hier und hier drüben einer. Ja. Ja, male mich wie eine dieser Französinnen oder so. Was für ein wunderschöner Tag. Ja, du bist die perfekte Muse, Omi. Vielleicht kann ich meine Haut etwas praller machen. Ah, oh, was ist das? Was willst du? Du bist fertig? Okay. Hier, Omi, das ist das Porträt, das ich gezeichnet habe. Was? Hast du nicht mein Spiegelbild gesehen? Moment mal, du aus dem Weg. Ich brauche Platz. Schupp. Okay, Omi, bleib, wo du bist. Ich muss ein paar Maße nehmen. Was? Was machst du da? Ich hab's. Jetzt muss ich nur meine Faust hier auf die Leinwand legen und meine Knöchel umranden. Toll, jetzt noch ein paar Formen zeichnen. Diese kleine Locke verläuft so nach unten. Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt noch eine kleine Schleife. Noch ein paar Löckchen hier. Nun die Augen. Zwei davon natürlich. Okay, nun die Augenbrauen und die Nase. Noch ein paar Herzchen. Und nun ist es Zeit für Farbe. Ich beginne mit Gelb. Sie wird eine hübsche Blondine, genau wie ihr Spiegelbild. Und sie bekommt blaue Augen, die zum blonden Haar passen. Die Schleife wird rot, wie schön. Und die Lippen passen farblich zur Schleife. Noch ein paar rosige, jugendliche Wangen. Und die Herzchen ausfüllen. Aha, fertig. Hey, Omi, ich bin fertig mit deinem Porträt. Okay, hör zu. Geh mit dem Porträt rüber zu Omi und zeig es ihr. Sie denkt, dass sie echt so aussieht. Tausche es gegen den Spiegel ein. Okay, also los, nimm es und geh rüber. Hi, Omi. Hier ist noch ein Porträt von dir. Oh mein Gott, vielen Dank. Nun, du kannst es haben, wenn ich den Spiegel haben kann. Ich soll meinen Spiegel hergeben. Ich weiß nicht recht. Oh, ob sie anbeißen wird. Ich brauche diesen Spiegel. Oh, okay, ich tausche. Hey, ich habe den Spiegel, nachdem sie gefragt haben. Ja, vielen Dank. Was zum... So soll ich aussehen? Habe ich echt so eine Schweinsnase? Lasst uns das Rad drehen. Ich will mal drehen. Ich bin der Gast. Das war meine Idee. Lass los, oder? Schluss jetzt. Du machst es kaputt. Oh, was ist das? Dann malen wir wohl eine Rose. Was ist das? Ladies, ich habe zwei Rosen für zwei schöne Blumen.
wie seltsam. Lasst mich eure Schönheit bestaunen. Grr, du gefällst mir. Möge die Challenge beginnen. Na endlich. Oh mein Gott, reiß dich zusammen. Mir wird es schwerfallen, mich zu konzentrieren. Ich blicke direkt auf ein Kunstwerk. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Der Bart ist richtig schnieke. Ihr Ernst? Hey, huhu. Schon vergessen, das ist ein Wettbewerb. Oh, ja, du hast recht. Das sieht nicht wie eine Rose aus. Es sei denn... Oh, ich hab's. Ich male ein paar Dreiecke in das Herz hinein. Das sind die Blüten. Dann male ich den Rest der Rose. Das sieht toll aus. Nun sind die Blätter dran. Der Stiel darf auch nicht fehlen. Ich bin fertig. Die ist mir gut gelungen. Nice, das ist meine minimalistische Rose. Und was sagst du? Gefällt dir, was du siehst? Bezaubernd. Du gewinnst. Juhu, wusste ich's doch. Was ist der Preis? Du? Die werde ich in Ehren halten. Die riecht so gut. War doch klar, dass er dich gewinnen lassen würde. Natürlich. Etwas Realismus ist angesagt. Ladies. Hey. Oh, tut uns leid. Wir malen eine Hand. Okay, gut. Ich habe einen Plan. Mal sehen. Diese Hand könnte funktionieren. Aber die hier ist viel besser. Ja. Ich beuge mir die mal. Ich muss sie nur umranden. Diese Runde gehört definitiv mir. Hey, schauen Sie. Ein Moment. Ernsthaft? Okay. Das Teil ist irgendwie lustig. Nun, ich habe eine Idee. Braves Mädchen. Huh, Annie? Huh? Huh, das war seltsam. Haben Sie Wachs in den Haaren? Huh? Hör auf damit, ich versuche zu arbeiten. Oh. Warte, weißt du was? Das ist echt praktisch. Bei der Kunst dreht sich alles um Inspiration. Und diese verdrehten Finger haben mein Gehirn in Schwung gebracht. Rote Nägel passen einfach immer, nicht wahr? Das sieht schon echt gut aus. Fertig. Wo ist sie hin? Oh, egal. Hey, Hände hoch. Okay. Wow, wie hat sie das denn geschafft? Meine sieht im Vergleich total langweilig aus. Oh, wow, wunderschön. Wen winkt sie herein? Mein Preis natürlich. Und wow, was für ein spektakulärer Preis das ist. Ich bin die Kunstkönigin. Neidisch? Gute Arbeit. Denkt nicht mal dran. Nein, geh nicht, Mom. Ich werde nur eine Stunde weg sein, Liebling. Geh hoch auf dein Zimmer. Bis später, okay? Spiel mit deiner Schwester. Muss das sein? Oh, sieh dir dieses Gesicht an. Keine Sorge, wir spielen zusammen. Lass uns ein Autorennen machen. Naja, dann spielen wir eben mit Autos. Ich will das weiße Auto. Setz dich auf den Boden, okay? Wie lange sie wohl weg sein wird. So aufregend das auch ist. Wieso stehen Jungs so auf Autos? Hey, ich weiß, wie das noch lustiger wird. Ich male einfach auf den Tisch. Bist du verrückt? Das ist nicht gut. Zum Glück habe ich aber die hier. Oh Mann. Okay, das sollte alles sein. Was machen wir jetzt? Jeder mag Fußball, richtig? Na los, das wird lustig. Hey, sieh her. Fang. Daneben. Das ist lustig. Hey, sieh dir den Trick an. Cool, oder? Nein, Gabby. Was denn? Ich hab dir doch gesagt, dass man nicht auf Möbel malt. Oh, sorry. Ich weiß, worauf ich malen kann. Die Wand ist meine Leinwand. Das wird ein riesiges Meisterwerk. Und los geht's. Mein Arm wird müde.
Gabby? Wo bist du? Nein! Oh je. Kinder, ich bin wieder da. Was zum... Du bist wieder da. Sieh mal, was ich für dich gemalt habe. Du wirst nie wieder auf sie aufpassen. Nie wieder. Stopp. Ich hab das im Griff. Leg die Stifte weg. Uff, Gabby, mach das nicht. Leg sie weg. Was? Ich halte das nicht mehr aus. Das war mein Lieblingsstift. Oh, das tut mir leid. Nicht weinen. Willst du mit Stiften Spaß haben? Mit einer Klinge kannst du die Farbe abraspeln und hast so jede Menge Farben. Draufdrücken und verteilen. Du kannst sogar darauf malen. Ich nenne ihn Mr. Regenbogen. Vergiss nicht die Beine. Schon besser. Voll cool, oder? Echt schön. Darf ich auch mal? Kinder, bin wieder da. Na, hattet ihr ohne mich Spaß? Nochmal! Oh, ich liebe es, wenn sie zusammen spielen. Oh, Selfie-Zeit. Hat sie Selfie gesagt? Das ist meine Chance. Du magst doch Blasenfolie. Ha! Klingt cool, oder? Oh, erwischt. Nervt dich das? Hör damit auf. Bitte, ich ertrag das nicht mehr. Was machst du? Stopp! Du willst mich so zurücklassen? Oh, damit kommst du nicht durch. Gut, dass die nicht so eng sitzt. Puh. Warte mal. Ja, ich weiß. Ich denke, ich kann daraus was Cooles machen. Wer möchte einen Farbklecks? Ich fülle die Blasen einfach mit Farbe. Und das Beste daran ist, sie knallen nicht. Aber schau mal, was rausgekommen ist. Ein süßes, glückliches Gesicht. Und das hänge ich direkt hier auf. Wo ist sie hin? Cool! Oh, das ist ein Vogelruf. Und eure erste Kunst-Challenge. Hm, mal nachdenken. Oh, dieser Schal. Das sollte nicht zu schwer sein. Was? Ist das, was ich denke, dass es ist? Raus hier, du blöder Vogel! Das verleiht mir wenigstens einen kleinen Vorsprung. Ich habe genau das Richtige, um mir einen Vorteil zu verschaffen. Uah, wie ist das denn da reingekommen? Egal. Wie ich schon sagte. Huh? Ist das eine Art übler Scherz? Okay, endlich. Meine Sachen. Na toll. Noch ein langweiliges Buch. Nicht hilfreich. Eine Taucherbrille? Das hilft mir echt nicht weiter. Was sollen all diese Formeln? Kein Plan, was das alles bedeutet. Hm, aber wenn ich drüber nachdenke, Zahlen können mir helfen. Sobald ich den Körper gemalt habe, kann ich hier ein paar magische Zahlen verwenden. Und am Kopf auch. Sieht langsam aus wie ein Vogel, oder? Warte nur, bis die Farben ins Spiel kommen. Alles klar, mein kleiner Piepmatz. Ich verpasse dir ein paar schöne Federn. Mit allen Farben des Regenbogens. Fertig! Was denken Sie? Sehen Sie die Zahlen darin? Wunderschön! Und was ist mit dir? Mir hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weiter bin ich nicht gekommen. Oh, du gewinnst diese Runde, Annie. Oh, yay! Für mich? Danke! Unter diesen Bedingungen kann ich nicht arbeiten. War ja klar. Die erste Challenge. Was das wohl ist? Oh, so ein süßer Hund. Darf ich ihn behalten? Okay, Konzentration. Hm, Künstler machen das immer. Wofür das gut sein soll, weiß ich nicht. Der Hund ist echt klein. Hey, jetzt weiß ich's. Hä? Wofür macht man das? Ach so, ich verstehe. Ich zeichne meine Hand nach. Was machst du denn? So war das nicht gemeint. Ich lege meine Hand so auf das Papier und zeichne sie nach. Nun mache ich einen Hund daraus. Fell, süße Kulleraugen und eine Schnauze. Jetzt noch ausmalen. Sieht schon besser aus. Du
kannst auch andere Farben nehmen. Fertig, ist er nicht süß? Das hat Spaß gemacht. Ich nenne ihn Lucky. Hey, das ist echt gut. Meins sieht etwas anders aus. Der Versuch zählt. Wer hat gewonnen? Juhu! Schau, da passiert etwas. Kekse, lecker! Die sehen aus wie Hundeknochen. Passend zur Challenge. Wie die wohl schmecken? Moment mal. Kekse? Hundeknochen? Der Hund? Halt! Die sind nicht für dich. Die schmecken gut. Kann ich das Rezept haben? Das wird dir auf den Magen schlagen. Was ist? Die Kekse sind für den Hund. Igitt! Wieso sagst du mir das jetzt erst? Ich hab's versucht. Hey, komm her. Wir haben Leckerlis für dich. Oh, so ein braver Junge. Hier kommt dein Leckerli. Das Posieren hat dich bestimmt hungrig gemacht. So ein cleverer Hund. Hier, der ist für dich. Oh, seid ihr schon soweit? Mal sehen, was ich dieses Mal herbeizaubere. Tada! Wie schwer kann das schon sein? Nee, ich muss anders anfangen. Oh, Gina! Ich hab's! Nee, doch nicht. Yes! Das ist das Geheimnis meiner Kreativität. Wow! Ich bleib lieber bei meiner Technik. Wir beginnen mit einfachen Linien. Dann verbinden wir die Linien. Man kann die Hand schon gut erkennen. Aber es fehlen noch die Details. Damit sieht die Hand realistischer aus. Die Zeit ist um. Brian, hör auf zu malen. Brian! Oh, ich bin fertig. Das ist interessant. Gina, was für eine makellose Arbeit. Yes, ich freue mich ja so. Was ist mit mir? High five! Also eigentlich. Ich habe schon wieder gewonnen. Nur neidisch. Was wohl jetzt kommt? Nicht so schnell. Ich drehe das Rad, wo es wohl halten wird. Oh, ein kleiner Vogel. Wie niedlich. Los, lass uns anfangen. Ja, ja. Ich bin nicht so gut mit Farben. Ich versuch's trotzdem. Stell dir vor, du wärst in der freien Natur. Darin liegt das Geheimnis. Rot passt perfekt. Oh nein, das ist schrecklich. Das hat es noch verschlimmert. Oh, sieh dir meine Hand an. Das schreit nach einer Maßnahme. Sabotage. Nein, sieh nur, was du getan hast. Das ist deine Schuld. Du hast das Blatt bewegt. Sieh nur. Und das ist mein Fehler? Nein. Warte mal. All die Sabotage hat mich auf eine Idee gebracht. Das könnte funktionieren. Ich nehme etwas schwarz und male einen Schnabel. Dann ein paar Beine. Das sieht schon aus wie ein Vogel. So, der süße Vogel ist fertig. Und das dank deiner Hilfe. Du schummelst. Aber es gefällt mir. Meins ist nicht so schön. Lass mal sehen. Wenn es sein muss. Ich denke, der Sieger steht fest. Ja. Oh, hallo, kleiner Mann. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Wow. Oh, darf ich die auch mal streicheln? Husch, weg mit dir. Hol dir deine eigenen Vögel. Du denkst wohl, du wärst was Besonderes. Hä? Wer ist dieser Kerl? Sieh dir sein Outfit an. Von wo kommt er denn her? Wir sollten Hallo sagen. Hey, Ghetto-Faust. Keine Tattoos? Oh, keine Tattoos, keine Freunde. Das petze ich dem Lehrer. Keine Tattoos? Lächerlich. Mister! Siehst du nicht, dass ich mich konzentriere? Der erste Schritt ist fertig. Als nächstes kommt... Mami! Niemand in der Schule mag mich. What? Wie viel kosten Tattoos? Oh nein, denk nicht mal dran.
Aber vielleicht etwas, das sich abwaschen lässt. Du magst Sterne, richtig? Das ist weniger schmerzhaft als eine Nadel. Tauche ihn ins Wasser und mach mehrere Formen. Hier kommt der zweite Tauchgang. Wir können noch mehr davon machen. Siehst du, wie sie herumschwimmen? Oh, warte kurz. Hallo? Was machst du? Wow. Oh, erfrischend. Bin das ich? Mach meine Arme als nächstes. Mach eine Spinne. Nein, Mom, ich will nicht wieder zurück. Oh, Mann. Ist das zu fassen? Oh, hey, Leute, schaut mal. Ich habe auch Tattoos. Was? Hey, jetzt ist er einer von uns. Seht her. Wow, die sind krass, Alter. Wer hat sie dir gemacht? Meine Mami. Hey. Deine Mom ist sowas von cool. Entschuldigung. Kommt wieder zurück. Hi. Und, bist du bereit für die nächste Challenge? Oh, das sind aber viele Make-up-Schwämmchen. Echt fluffig. Sollte ich mein Make-up überprüfen? Oh, mein Make-up müsste schon mal aufgefrischt werden. Ja, meins auch, Sky. Oh, sieh mal, das Rad. Hey, es zeigt auf den Make-up-Schwamm. Yay, und wir haben diese Leinwände, um uns auszutoben. Gut, die Utensilien liegen bereit. Jetzt kommen die Hände. Oh Mann, niemand darf Hände benutzen dieses Mal. Na dann mal los. Au, mein Kopf. Autsch. Okay, wir müssen besser aufpassen. Gut, also, ich habe etwas Farbe auf dem Schwamm. Mit Gelb tupfe ich eine gerade Linie auf die weiße Leinwand. Diesmal beginne ich mit Hellblau und tupfe mit dem Schwamm an dieser Stelle auf die Leinwand. Und ich finde, sie könnte noch etwas mehr Orange vertragen. Nun ist Hellrosa dran. Die kommt direkt neben die blaue Farbe. Und jetzt noch etwas Algengrün zur Abwechslung. Das macht voll Spaß, oder, Lexi? Okay, genug geplaudert. Genau hier brauche ich noch was Grün. Ich muss hier Rosa mit Pink verblenden. Yes, der Ombre-Effekt funktioniert hervorragend. Wow, wunderschön und irgendwie beruhigend. Phew, ich bin auch fertig. Das war harte Arbeit. Wow, das sieht komplett anders aus als mein Bild. Wow. Hey, hast du schon mein Bild gesehen, Lexi? Sieh mal. Ja, ja, schon gut, Sky. Dein Bild ist... Wow, wie zum Geier hast du das denn gemacht? Da staunst du was. Ich habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Oh, jetzt bin ich wegen meinem Bild verunsichert. Hey, nicht traurig sein. Wir können dein Bild mit dieser Blume aufhübschen, indem wir sie so auf die Leinwand legen und mit etwas weißer Farbe auf die Blütenblätter tupfen. Und das machen wir ringsherum um die Blüte. Oh, wow. Hier ist auch noch Platz für eine. Wow, Sky, das sieht schon viel schöner aus. Sieh nur, wie die Blütenblätter ein Muster gezaubert haben. Sieht mega schön aus. Gern geschehen. Schön, dass es dir gefällt. Meine Nägel sehen spitze aus. Alles eine Frage des richtigen Winkels. Das macht Spaß. Als ob. Was ist das? Das ist mein Schiff. Wie du meinst, meine Nägel sind interessanter. Okay, ich male hier weiter. Oh nein, mein Stift. Ich habe keine Spitze. Was mache ich jetzt? Was ist los? Die Mine ist gebrochen und ich habe keine Spitze. Ah, nimm das. Oh, okay. Wie fühlt sich das an? Nein, benutze das für deinen Stift. Oh, schon kapiert. Ich fahre mit dem Stift über die Nagelfeile. Es funktioniert, sieh mal. Jetzt kann ich das Schiff zu Ende malen. Cool, oder? Ich habe eine Idee. Ich male dich. Warte. Ich habe an einer Pose gearbeitet. Wie ist das? Schrecklich. Okay, geh mal dahin. Okay. Bereit? Das ist schon besser. Ich fühle mich so glamourös. Leg deine Hand an den Kopf. Meinst du so? Genau so, wundervoll. Wie lange noch? Hey! Ich bin wach! Und, was sagst du? Ja, gut gemacht.
Das ist mein bestes Bild. Oh. Mir ist so langweilig. Ich weiß, wie ich sie wach mache. Wie wär's mit Karaoke? Hä? Oh nein, alles nur das nicht. Schalalalala. Oh nein, das sind die Banshees. Ashley, stopp. Das ist schrecklich. Meine Ohren tun weh. Ashley? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Du leg lieber das Mikrofon weg. Oh ja. Sie schläft noch. Nein, Mami, ich will nicht zur Schule. Schätze, sie ist kein Fan. Wer hat ihr erzählt, dass sie singen kann? Immer noch nicht? Toughes Publikum. Ich hab's. Hey, setz dich wieder hin. Ich muss was tun. Bin gleich wieder da. Sie singt immer noch. Unglaublich, dass es so weit gekommen ist. Bitte, mach, dass es aufhört. Ich kann nicht mehr. Sie weckt noch die Toten auf. Sag Bescheid, wenn es vorbei ist. Take it to the bridge. Halt die Klappe, hey. Hör jetzt auf. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich versuche alles. Ich brauche diese Klopapierrolle. Ich schneide sie in der Mitte durch. Und nehme ein Teil. Ich klebe Tape an die Kante. Einmal rundherum. Das müsste reichen. Jetzt mache ich da kleine Schnitte rein. Ich mache das in gleichmäßigen Abständen, genau so. Jetzt brauche ich meine andere Hand. Da klebe ich die halbe Rolle auf. Jetzt brauche ich meinen Concealer. Davon mache ich was auf die Rolle. Und mit dem Make-up-Pinsel verteile ich den. Ich will das Tape und die Rolle komplett abdecken. Nichts soll durchscheinen. Das mache ich auch mit meiner Hand und den Nägeln. Als nächstes brauche ich Puder. Das muss nur dünn aufgetragen werden. Ich will den Ton etwas aufhellen. Das sieht gut aus. Jetzt brauche ich einen Stift. Ich ziehe eine dünne Linie über meine Hand. Die soll wie eine Narbe aussehen. Ich bringe noch Farbe auf meine Nägel. Dann noch ein paar Narben auf meine Finger. Wow, sieht cool aus. Und gruselig. Das ist das Händchen jedes Albtraums. Jetzt bringe ich Ashley zum Schweigen. Ich werde das Licht ausmachen. Hä? Was ist passiert? Mindy, bist du das? Wer ist da? Das gefällt mir nicht. Bleib zurück. Ich kann Karate. Wo bist du? Warte, was ist das? Irgendwas berührt mich. Du stehst hinter mir, stimmt's? Hä? Da ist niemand. Seltsam. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Das war so unheimlich. Das Licht ging aus und dann hat mich was gepackt. Ja, das klingt wirklich seltsam. Warte, besser so? Puh, danke, Mindy. Jetzt bin ich erleichtert. Oh nein, nein, das kann nicht sein. Das war echt. Hä? Ja, das war's. Was? Huh? Entspann dich. Ist nur meine Hand, siehst du? Nichts, wovor du Angst haben musst. Was ist hier los? Was zum... Du warst das? Oh, hey. Sie sind wach. Was macht ihr da? Ich weiß nicht, das war die Hand. Ob das eine gute Idee ist? Wow, was ist das für ein Ding? Nach der Schule ist Malen angesagt. Schau dir das mal an. Gut, dass ich ganz viel davon habe. Oh ja, ich lasse es regnen. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Oh, sie macht immer so eine Sauerei. Aber wenigstens habe ich gelernt, vorbereitet zu sein. Als große Schwester muss ich mich ja irgendwie schützen. Hier kommt der Stempel. Bin ich gut oder bin ich gut? Wie kann ich dich noch schöner machen? Hoffe, du magst Farbe, mein kleiner Freund. Woohoo! Oh nein! Oh-oh! Du steckst in Schwierigkeiten, Fräulein. Gib mir jetzt den vollgeschmierten Bären. Oh-oh! Ich werde daraus was Cooles machen. Aber zuerst brauche ich noch ein paar Sachen. Erinnerst du dich daran? Ich brauche ziemlich viel davon. Jetzt kommt der Bär, dem es nichts ausmacht, beschmiert zu werden. Oh, gefällt dir das, Mr. Bär? Hier wird's jetzt ein bisschen schmuddelig. Das ist ein richtig süßer Stempel, stimmt's? Aber da fehlt noch was. Und Blumen mag jeder, oder?
wenn sie komplett bedeckt ist, einfach draufstempeln. Das ist ein lustiges Design. Ich habe wieder mal das Beste aus einem Unfall gemacht. Wow, das will ich auch machen. Ist da was? Komm schon. Ja, das macht total viel Spaß. Gibt es etwas Klassischeres als ein Stillleben? Und wie schwer kann das schon sein? Das Poppet macht Spaß. Okay, wie bekomme ich den Apfel zum Glänzen? Das ist kein schlechter Anfang, oder? Das könnte ich ewig machen. Nee, eigentlich nicht. Geh mir aus dem Weg. Ich wette, das kriege ich raus. Mir ist so langweilig. Was macht sie da drüben? Sie malt einen Haufen Obst? Das werden wir ja noch sehen. Sieh an, was haben wir denn hier? Hä? Warte, da fehlt jetzt was. Was zur... Dann muss ich wohl von vorne anfangen. Wann ist sie denn endlich fertig? Hallo, Apfel! Okay, hat sich der Apfel bewegt? Wie soll ich denn so arbeiten? Das ist lustig! Okay, dieses Mal wird's was werden. Wie bitte? Ich verstehe das nicht. Hallo? Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Hey! Ich hätte wissen müssen, dass du dahinter steckst. Komm zurück. Jetzt komm her. Du gehst nirgendwo hin. Wenigstens nicht, solange ich male. Okay, das hier noch. Oh, jetzt kann ich endlich in Ruhe malen. Okay, wo war ich? Hallo? Wie lange muss ich denn hier hängen? Lass mich runter! Hast du dir selbst zuzuschreiben? Ja, warum bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen? Ich male einfach den Schatten der Früchte ab. Damit fällt das lästige Raten weg. Und ich kann mich voll und ganz auf die Pinselstriche konzentrieren. Jetzt kommt die Birne. Ihre Form ist super knifflig. Wow, ich komme so ziemlich schnell voran. Das Obst ist fertig. Jetzt fülle ich noch den Hintergrund ein bisschen auf. Meine Signatur darf natürlich nicht fehlen. Das könnte eines Tages wertvoll sein. Und fertig. Aber nicht dank dir, Schwesterherz. Ja, meine Hände sind frei. Aber warte. Oh nein. Ah, mir geht's gut. Also gut, Klasse. Unsere nächste Challenge steht unter dem Motto Illusion. Und jetzt werdet kreativ. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich anfange. Oh ja, ich wäre auch gern kreativ. Ein paar Striche müssen reichen. Und dann verbinde ich sie. Das ist so einfach, sieht aber voll cool aus. Damit kann ich punkten. Und fertig. Das ist, sehr schön. Schau mal, was ich gemalt habe. Ich habe mir ja ein paar mehr Gedanken gemacht als du. Bei mir dreht sich alles um Linien. Sobald ich ein Quadrat habe, ziehe ich oben und unten noch Linien und dann links und rechts. Es dauert ein bisschen, wie du sehen kannst, aber am Ende ergibt alles einen Sinn. Wenn du Linien richtig einsetzt, kannst du jede Art von Perspektive zeichnen. Du musst nur dem Muster folgen. Ein bisschen Farbe ist natürlich auch gut. Siehst du, wie es sich entwickelt? Als ob man direkt reinspringen könnte. Lass mich mal. Du meinst so? Ah! Oh nein! Hey, ich kann dich da unten sehen. Okay, ich bin damit fertig. Und da ist sogar ein kleiner Bonus dabei. Was geht da vor sich? Hallo, ich bin jetzt hier. Zeig mal her. Ich hol dich da wieder raus. Komm raus. Warte, vorsichtig. Raus da, raus da. Ja, geschafft. Warte, was? Da drin hat's mir aber gefallen. Hey, wo willst du denn hin? Ich will nicht da drin gefangen werden. Und, bist du bereit für die nächste Challenge? Oh, das sind aber viele Make-up-Schwämmchen. Echt fluffig. Sollte ich mein Make-up überprüfen? Oh, mein Make-up müsste schon mal aufgefrischt werden. Ja, meins auch, Sky. Oh, sieh mal das Rad. Hey, es zeigt auf den Make-up-Schwamm. Yay, und wir haben diese Leinwände, um uns auszutoben. Gut, die Utensilien liegen bereit. Jetzt kommen die Hände. Oh Mann, niemand darf Hände benutzen dieses Mal. Na dann mal los. Au, mein Kopf.
Autsch. Okay, wir müssen besser aufpassen. Gut, also, ich habe etwas Farbe auf dem Schwamm. Mit Gelb tupfe ich eine gerade Linie auf die weiße Leinwand. Diesmal beginne ich mit Hellblau und tupfe mit dem Schwamm an dieser Stelle auf die Leinwand. Und ich finde, sie könnte noch etwas mehr Orange vertragen. Nun ist Hellrosa dran. Die kommt direkt neben die blaue Farbe. Und jetzt noch etwas Algengrün zur Abwechslung. Das macht voll Spaß, oder, Lexi? Okay, genug geplaudert. Genau hier brauche ich noch was Grün. Ich muss hier Rosa mit Pink verblenden. Yes, der Ombre-Effekt funktioniert hervorragend. Wow, wunderschön und irgendwie beruhigend. Phew, ich bin auch fertig. Das war harte Arbeit. Wow, das sieht komplett anders aus als mein Bild. Wow. Hey, hast du schon mein Bild gesehen, Lexi? Sieh mal. Ja, ja, schon gut, Sky. Dein Bild ist... Wow, wie zum Geier hast du das denn gemacht? Da staunst du was. Ich habe meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Oh, jetzt bin ich wegen meinem Bild verunsichert. Hey, nicht traurig sein. Wir können dein Bild mit dieser Blume aufhübschen, indem wir sie so auf die Leinwand legen und mit etwas weißer Farbe auf die Blütenblätter tupfen. Und das machen wir ringsherum um die Blüte. Oh, wow. Hier ist auch noch Platz für eine. Wow, Sky, das sieht schon viel schöner aus. Sieh nur, wie die Blütenblätter ein Muster gezaubert haben. Sieht mega schön aus. Gern geschehen. Schön, dass es dir gefällt. Diesmal drückst du auf den Knopf, Sky. Alles klar, das Rad dreht sich. Was es wohl dieses Mal sein wird? Ein Einhorn! Freust du dich auch so? Wow, das ist jetzt aber neu. Du musst dir die Augen verbinden, Lexi. Nun, wenn ich mir schon die Augen verbinden muss, dann wenigstens als Einhorn. Yes, wir verzieren Einhornkekse. Das wird richtig lustig. Sogar mit Schürze. Okay, die Augenbinde sitzt und ich bin bereit anzufangen. Sky, wo bist du hin? Bist du da drüben? Was ist das dort drüben? Yes, da ist der Keks. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Aber Lexi, da drüben ist doch überhaupt nichts. Moment mal, wo ist mein Keks? Mein Keks ist weg. Er ist weg? Wo soll der Keks sein? Ich habe leider nichts gesehen. Das ist ja seltsam. Ich brauche einen neuen Keks. Und ich behalte Lexi besser im Auge. Also dann, lass uns mit dem Dekorieren anfangen. Okay, Lexi, ich helfe dir beim Start. Hier ist das Frosting. Perfekt, danke, Sky. Ich sollte besser anfangen. Das ist echt schwierig. Ich beginne mit den Outlines der Keksform. Perfekt. Und jetzt kommt noch etwas mehr Weiß hinzu. Gut, das sollte reichen. Das sieht bestimmt gut aus. Wow, ich habe mich anscheinend selbst übertroffen. Nur noch etwas mehr und fertig. Der Keks ist bedeckt. Mit einem Pinsel und goldenem Frosting male ich die Schnauze. Aber nicht nur die Schnauze, sondern auch die Ohren. Okay, das Horn darf natürlich auch nicht fehlen. Was wäre ein Einhorn ohne Wimpern, richtig? Und nun kommt noch etwas rotes Frosting. Damit male ich herzförmige Pferdenistern. So niedlich. Ich habe wohl ein Händchen dafür. Okay, jetzt diese Farbe. Welche Farbe ist das? Keine Ahnung. Aber mein Einhorn braucht Augen und soll bunt sein. Schließlich muss das Einhorn Luft bekommen. Das ist wichtig. Ich spüre, dieser Keks wird grandios aussehen. Juhu, bin fertig. Und du, Sky? Oh nein, damit habe ich nicht gerechnet. Naja, mit einer Augenbinde ist das auch schwierig. Sieht das Einhorn nicht absolut putzig aus? Sowas von putzig. Man möchte es echt direkt knuddeln. Wenigstens bleibt mir das Horn. Okay, bist du bereit, Ashley? Darf ich zuerst, bitte? Aber natürlich. Danke, das ist so aufregend. Es ist der Hase, oder? Ist das dein Ernst? Es ist die Katze. Von wegen, es ist der Hase. Hör auf. Du bist gemein. Ich halte mich nur an die Regeln. Okay, du hast es so gewollt. Zeig, was du kannst. Lass uns loslegen. Ich habe mich mein Leben lang darauf vorbereitet. Na los, trau dich. Oh, meine Nase. Ich muss etwas tun. Das reicht. Ich gebe auf. Oh, gib den her. Pass auf. Ich male ein paar S-Formen auf das Papier und verbinde sie miteinander. Das wird sowas von süß. Fehlen nur noch ihre niedlichen Gesichter. Das ist ein Hase und das ist eine Katze. Nun werde ich sie bunt anmalen. Sie sehen so glücklich aus. Das ist das reinste Kinderspiel. Gleich bin ich fertig. Justin, sieh mal. Sie umarmen sich.
Wow, eine Katze. Das ist voll cool. Oh, das ist voll niedlich. Nimm das. Warte, was ist das? Oh, die sieht flauschig aus. Es gibt auch eine Babygiraffe. Die gehört mir. Oh? Okay, dann gehört mir die Babygiraffe. Ha, meine Giraffe ist viel besser. Okay, nicht bewegen, ich muss dich abmalen. So weit, so gut. Was machst du da? Ich untersuche die Giraffe. Oh, gute Idee. Ha, wie läuft es bei Justin? Voll realistisch, oder? Ich nenne ihn Gary. Das sieht gar nicht wie eine Giraffe aus. Das wird etwas schwierig. Der richtige Winkel ist das A und O. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich lege meine Hand so auf das Papier und fahre sie nach. Dann male ich ein Gesicht dazu. Und schon ist es eine Giraffe. Nun wird sie noch angemalt. Der Braunton passt perfekt zu ihr. Der Rest wird gelb angemalt. Vorsichtig, ich will schließlich nicht über die Ränder malen. Jetzt ist der Hals dran. So, das reicht. Zum Glück ist mir das eingefallen. Ja, okay, das ist echt cool. Sorry, Gary. Das ist für dich. Dankeschön. Okay, die nächste Runde. Warte, halt dir die Augen zu. Wie geheimnisvoll. Das wird Ashley überraschen. Das ist echt eklig und es riecht schrecklich. Was stinkt hier so? Sorry. Warte, Justin. Ich weiß, was zu tun ist. Sieh dir das an. Zuerst male ich einen Baum. Dann ein paar Äpfel. Und noch ein paar Blätter. Ich will nicht über den Rand malen. Das sieht toll aus. Etwas dunkelgrün für die Baumblätter. So bekomme ich mehr Textur. Natürlich muss der Baumstamm braun sein. Mit vertikalen Strichen sieht es wie ein echter Baumstamm aus. Die Äpfel malen wir rot an. Die sehen so gut aus. Tada! Ein Apfelbaum. Nicht schlecht, aber das ist kein echter Apfel. Justin, sieh mal. Wow, das ist so cool. Echt lecker. Probier mal. Auf jeden. Kannst du bitte eine Pizza malen? Eins, zwei, go. Oh, recht knapp. Ich regle das. Und drehe das Rad für euch. Wer ist das? So eine seltsame Tante. Oh, sie wollte auf das Rad. Was? Oh, wow. Das könnte schwierig werden. Halt! Was? Lass uns daraus eine Challenge machen. Eins, zwei, drei, go! Das ist echt schwierig. Oh nein, mein Stift. Schon gut, ich habe noch einen. Das läuft nicht so gut. Oh, komm schon. Oh, so ein Pech. Ich habe keine Zeit dafür. Das dauert voll lange. Oh, ich muss mich beeilen. Die Zeit ist fast um. Oh, weg mit dir. Hey, halte den Müll fern von meinem Bild. Obwohl, der könnte nützlich sein. Ich male zuerst eine Ballerina. Das wird toll aussehen. Sie sieht so anmutig aus. Den Spitzmüll benutze ich als Tütü. Das gefällt mir gut. Hey Ashley, was hältst du davon? Oh, ich habe zu viel gespitzt. Aber ich kann noch mein Bild fertig malen. Gib mir einen Moment. Oh, vorsichtig. Okay, das reicht. Und, was sagst du? Das ist schön, oder? Gut gemacht. Was sagt die Uhr? Wir haben es geschafft. Auf uns. Gut gemacht. Meine Nägel sehen spitze aus. Alles eine Frage des richtigen Winkels. Das macht Spaß.
Das ist mein Schiff. Wie du meinst, meine Nägel sind interessanter. Okay, ich male hier weiter. Oh nein, mein Stift. Ich habe keine Spitze. Was mache ich jetzt? Was ist los? Die Mine ist gebrochen und ich habe keinen Spitzer. Ah, nimm das. Oh, okay. Wie fühlt sich das an? Nein, benutz das für deinen Stift. Oh, schon kapiert. Ich fahre mit dem Stift über die Nagelfeile. Es funktioniert, sieh mal. Jetzt kann ich das Schiff zu Ende malen. Cool, oder? Ich habe eine Idee, ich male dich. Warte, ich habe an einer Pose gearbeitet. Wie ist das? Schrecklich. Okay, geh mal dahin. Okay. Bereit? Das ist schon besser. Ich fühle mich so glamourös. Leg deine Hand an den Kopf. Meinst du so? Genau so, wundervoll. Wie lange noch? Hey! Ich bin wach! Und, was sagst du? Ja, gut gemacht! Das ist mein bestes Bild! Wow, der ist echt weit oben! Mann, ist der schleimig! Oh-oh! Hi! Setz dich, Ari! Oh, okay! Sieh mich nicht an! Oh, wie nett. Die Farbe steht mir. Okay, Klasse, schlagt eure Bücher auf. Muss das sein? Die heutige Stunde wird aufregend. Als ob. Ich liebe ihre Notizbücher. Dann fange ich mal an, Notizen zu machen. Ich weiß, der Stift ist super süß. Ich hätte auch gerne schöne Sachen. Meine Sachen sind voll langweilig. Oh, wie unfair. Was ist da hinten los? Moment mal. Was ist das Problem? Ich bin neidisch. Lass mal sehen. Das ist ein toller Stift. Vielleicht kann ich helfen. Echt? Pimp deine Stifte mit diesem einfachen Trick. Entferne die Stiftteile. Fülle die Stifthülle mit Kleber auf. Achte darauf, dass nichts daneben geht. Das sollte reichen. Fülle nun Glitzer hinein. Steck nun die Stiftmine hinein. Und schraube den Stift wieder zu. Ein toller Glitzerstift. Echt schön, oder? Wow, der ist toll. Der kleine Freund hier kommt obendrauf. Oh, er ist so niedlich. Danke. Warte kurz. So fühle ich mich wohler. Wow, echt stylisch. Die nehme ich. Die ist nicht gut genug. Du brauchst ein Makeover. Ich fühle mich so lebendig. Wie hast du das gemacht? Ist das wichtig? Du siehst toll aus. Sie sind mein Lieblingslehrer. Ich mache nur meine Arbeit. Ich bin so glücklich. Was? Wow, ich liebe deinen Look. Oh, ich habe etwas für dich. Echt? Für mich? Danke. Bestie. Selfie. Ich liebe diese Klasse. Oh, ich muss mich umziehen. Aha, die heutige Stunde handelt von... Okay, dieser Platz sieht sehr gut aus. Ja? Die Bäume, Natur, was wollt ihr noch? Es geht los. Und ab. Ich weiß nicht. Was? Hey, hör auf, hier rüber zu starren. Als ob, aber gut. Ich stelle mich hier drüben hin. Was könnte ich malen? Bingo! Er sieht bezaubernd aus.
Hoffentlich hat David ihn nicht gesehen. Ich habe ihn zuerst gesehen. Aha. Möge der beste Vogelzeichner gewinnen. Mit ein paar geschickten Kreisen komme ich dem Ziel näher. Du musst nur wissen, wo du die Linie ziehst. Nice, stimmt's? Und mit etwas Farbe kommt er noch besser zur Geltung. Gelb ist eine fröhliche Farbe, oder? Sie ist perfekt für einen fröhlichen Vogel. Und wie wär's mit etwas Grün? So ein friedlicher Farbton. Und auch etwas Blau, um die Augen zu erfreuen. Zuerst die Ränder ausmalen ist ein guter Tipp. Das rundet die Sache gut ab, oder? Fast fertig. Nur noch ein paar Striche. Und so wird's gemacht, Leute. Ein wahres Meisterwerk. Stimmst du zu? Ja, ich bin zufrieden damit. Was machst du denn? Was denn? Ich brauche eine extra Hand. Du wirst sehen, dass du nicht mehr brauchst als eine Hand. Okay, und ein paar strategisch platzierte Punkte und Striche. Siehst du schon den Vogel? Hab Geduld, gleich wirst du ihn erkennen. Diese Äste werden das Bild vervollständigen. Und hier sind seine niedlichen Füßchen. Und ein paar Blätter. Ich finde, sie machen das Bild friedlicher. Erkennst du jetzt den Vogel? Ich bin ziemlich kreativ, stimmt's? Okay, du wirst es wirklich sehen. Gar nicht mal so schlecht, oder? Oh! Schätze, beide sind ziemlich gut geworden. Lass uns den Lehrer fragen. Echt jetzt? Ich hoffe, der ist okay. Der ist nur eingeschlafen. Hey! Oh! Ihr seid schon fertig, was? Gut gemacht. Und jetzt geht mir noch 5 Minuten. Alles klar. Ich brauche etwas, das für Aufsehen sorgt. Und ich weiß, was es werden soll. Komplementäre Farbtöne sind der Renner. Aber da fehlt noch etwas. Aber was? Ach, der Ball ist so winzig. Wow, das Ding ist der absolute Wahnsinn. Mama! Oh, jetzt nicht. Okay. Aber da ist noch Farbe übrig. Damit kann ich spielen. Vielen Dank. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, ich versuche ein... Hey, wo ist meine Farbpalette hin? David, hast du sie? Entschuldigung. Schau, ich habe das gemacht. Ich nenne es Wasserpfütze. Aha. Oh, ich weiß. Du willst mit dem Gesicht malen? Versuch's mal, David. Wow, und los! Lustig, oder? Das kannst du laut sagen. Ja? Was, wenn ich meinen Finger nehme? Da kommt er. Ha! Leute, die blauen Punkte kommen. Und jetzt meine Lieblingsfarbe. Wuhu! Fertig. Mama, schau mal. Ja, das sieht doch toll aus. Aber versuchen wir noch einen Trick. Auch Symmetrie kann schön sein. Und um das zu beweisen, erstellst du selbst eine. Das ist ein schöner Schmetterling. Mit dieser Linie wird er zum Leben erweckt. Zusammen mit den Umrissen der Flügel. Und noch die andere Seite. Fertig! Bewundere diese reine Schönheit. Und das ist erst der Anfang, mein Junge. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon. Hier sieht's unheimlich aus. Ich weiß. Sollen wir da reingehen? Ich mach die Tür auf. Ist verschlossen. Wie ärgerlich. Was machen wir jetzt? Ich muss nachdenken. Ich weiß. Dreh dich um. Okay. Ich will von meiner Hand einen Umriss machen. Das kitzelt.
Aber das ist eine schöne Idee. Ich mache das Gleiche. Beweg dich nicht. Bin gleich fertig. Sieht gut aus. So, bin fertig. Ist nicht meine beste Arbeit. Das wird in keiner Galerie hängen. Nee, damit wird's nicht gehen. Das habe ich gezeichnet. Bedenke, dass es schnell gehen musste. Wow, echt gut. Hast du das gesehen? Wo ist sie hin? Hey, wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen ins Haus. Worauf wartest du noch? So ist's gut. Die ist verschlossen. Komm schon. Das klappt. Die Tür geht auf. Gehen wir rein. Wie es da drin wohl aussieht. Das werden wir gleich sehen. Das sieht so süß aus. Matthew wird's lieben. Oh. Oder auch nicht. Ich muss das ändern. Toll. Ich habe keinen Radiergummi. Was soll's? Ich habe noch einen im Federmäppchen. Wo ist er? Ich bin mir sicher, dass... Moment mal. Gina, darf ich deinen Radiergummi haben? Klar. Hier für dich. Ups. Hey, du. Danke. Echt nett. Genau, was ich brauche. Matthew hat ihn noch. Ich statte ihm einen Überraschungsbesuch ab. Puh, Matthew lebt echt weit weg. So spare ich mir schon mal das Duschen. Ich hätte eine Jacke mitnehmen sollen. Ich freue mich darauf, ihn zu sehen. Was? Du siehst echt hübsch aus. Das glaube ich nicht. Und mit meinem Radiergummi. Das ist voll ätzend. Blöder Matthew. Wie kann er nur? Meinen Radiergummi kann er vergessen. Was mache ich jetzt? Gina. Hä? Wie lange bist du schon hier? Nimm den Spitzer. Wie? Augenblick mal, schon kapiert, danke. Das hätte mir früher einfallen können. Zuerst drehe ich den Spitzer um, dann bedecke ich die Unterseite mit Kleber. Ich fülle ihn bis oben hin auf. Dann muss es trocknen. Das sollte reichen. Der Kleber radiert den Stift weg. Das funktioniert voll gut. Jetzt kann ich das Bild fertig malen. Hä? Ich wollte dir helfen und das ist für dich. Oh, wie niedlich. Tut mir leid. Wow, Wissenschaft kann echt interessant sein. Oh, eine Nachricht. Oh nein, ich habe Ginas Geburtstag vergessen. Was schenke ich ihr? Gibt es hier etwas, das ich benutzen könnte? Das ist ein Anfang. Fehlt nur noch ein Geschenk. Wow, ouch. Hey, die Schleife kommt gut. Das wird wehtun. Okay, dann wollen wir mal. Das wird super. Hey, sieht voll schön aus. Aber was lege ich hinein? Eine Puppe? Oh, noch eine Puppe? Die kann ich gebrauchen. Nope. Blumen, das ist eine gute Idee. Die sind echt schön. Woher kommen nur diese Bienen? Ich wurde gestochen. Oh, lieber nicht. Das ist eine gute Idee. Wem mache ich etwas vor, als ob? Oh, na los, denk nach. Oh, ich hab's. Ich kann ihr ein Tagebuch machen. Du brauchst ein normales Notizbuch. Öffne die Rückseite des Buchs und fahre mit etwas Kleber auf der Seite entlang. Vergiss nicht, die Ober- und Unterseite zu bekleben. Dann brauchst du eine pinke Schleife. Befestige die Schleife am Kleber. Wiederhole das mehrmals mit pinken Schleifen auf der Unterseite. Bist du damit fertig, brauchst du eine grüne Schleife. Befestige die grünen Schleifenbänder an der Seite. Achte darauf, dass keine Lücken entstehen. Schließe nun das Notizbuch. Falte die pinken Bänder über das Notizbuch. Jetzt fädelst du die grünen Bänder wie ich an den pinken Bändern ein. Mache das mit jedem grünen Band bis ganz oben hin. Sieht aus wie ein Schachbrett. Öffne wieder das Notizbuch. Fahre mit dem Kleber auf der Oberseite entlang. Falte die überschüssigen pinken Bänder über den Kleber. Drücke die Bänder fest auf den Kleber. Fahre mit dem Kleber nun wie ich über die Bänder an der Seite. Achte darauf, nur drei Seiten zu bekleben. Lege nun ein Blatt Karton darüber. Drücke feste drauf, damit es kleben bleibt.
Perfekt, ein DIY-Tagebuch. Hoffentlich freut sich Gina. Ich bin bereit für Ginas Geburtstag. Ich habe etwas für dich. Wow. Papierschnipsel, danke. Dein Ernst? Sieh genauer hin. Ach so. Dankeschön. Du bist der Beste. Ich weiß. Das macht Laune. Okay, und würfeln. Oh, verloren. Juhu, ich darf das Rad drehen. Was wir wohl dieses Mal bekommen? Eine Überraschung. Wow. Die Auswahl ist ja riesengroß. Oh, ich dachte, das wäre etwas Süßes. Was ist das? Damit kann man malen. Ah, verstehe. Meinst du so? Das macht Spaß. Na, was sagst du? Okay, benutze es so. So entsteht eine Spirale. Du musst nur den Stift bewegen. Die Kreise erledigen den Rest. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das sieht cool aus. Okay, jetzt probiere ich eine andere Farbe. So entsteht ein neues Muster. Die brauche ich nicht mehr. Hey, das sieht toll aus. Wow! Richtig hypnotisierend. Ashley, alles okay? Huhu! Hey, reiß dich zusammen. Holt dich die Glocke wieder zurück? Das muss funktionieren. Echt jetzt? Ich habe keine Ideen mehr. Oh, die Feder könnte nützlich sein. Aufwachen! Hatschi! Was ist passiert? Ach ja, meine schönen Kreise. Die sehen toll aus. Darf ich das Rad drehen? Nein, ich bin dran. Oh, na gut. Wer gewinnt, darf drehen, okay? Und los, das könnte etwas dauern. Halt, wieso drehen wir es nicht zusammen? Gute Idee. Los geht's, das wird richtig episch. Halt, wo sind wir? Vielleicht sollten wir gehen. Wow, mein erstes Tattoo. Wow, du gehst aber ran. Ich bin bereit. Bist du verrückt? Das wird richtig krass aussehen. Das kitzelt. Wow, sieh dir das an. Das ist eins meiner besten Tattoos bisher. Das ist mal was anderes. Ich liebe es. Bleib mir fern damit. Mommy, rette mich. Du bist dran, Bro. Niemals. Ich drucke ein Bild aus und schneide den Schmetterling aus. Dann lege ich ihn auf mein Handgelenk. Mit Aftershave befeuchte ich es. Dann drücke ich es auf meine Haut. Ein schmerzfreies Tattoo. Das steht mir. Wow. Das tut es. Ich sehe so toll aus. Mein Schwarm inspiriert mich. Ich hoffe sehr, dass er das zu schätzen weiß. Jetzt oder nie. Hey, wie geht's, David? Mal sehen, was sie mir geschrieben hat. Yep, auch ich habe Gefühle. Bleib ruhig, mein Herz. Mal überlegen. Meine Bücher. Sorry, ich helf dir. Oh, so weich. Aha. Wow. Meine Bücher? Oh, stimmt. Also, ja, danke. Ich glaube, ich bin verliebt. Warte, noch ein Blick. Ja, der Typ hat was. Ah. Oh, genau das sage ich ihr. Es gibt auch nichts Schöneres, als deinen Schatz an den Moment zu erinnern, an dem ihr euch das erste Mal gesehen habt. Der komplizierte Teil ist fertig. Nice. Wow. Ich erinnere mich. Wie süß er ist.
Hab dich lieb, Baby. Bei einem Kunstprojekt kommt es auch auf die Vorbereitung an. Und die kann etwas chaotisch wirken. Aber egal, machen wir aus der Idee Kunst. Der erste Strich ist immer der beste. Hier ein bisschen Blau. Es entwickelt sich langsam. Oder auch nicht. Das sieht schrecklich aus. Nope. Zum Glück habe ich noch mehr Blätter. Oh, geschmeidig. Das ist ja noch schlimmer als das erste. Oh. Komm schon, konzentrier dich. Das darf doch nicht wahr sein. Warum kriege ich keine dumme Blume hin? Okay. Beruhig dich. Tief einatmen. Ich kann das. Ich bin absolut fähig dazu. Jetzt geht's los. Easy. Achoo! Das war Pech. Aber warte mal. Was für eine interessante Form. Damit kann ich was anfangen. Wenn du deinen Pinsel auf unkonventionelle Art nutzt, kommen einzigartige Designs raus. In meinem Fall sind es Blüten. Wenn du einige fertig hast, male noch grüne Stiele und Blätter dran. Siehst du, wie alles zusammenpasst? Vorsichtige Striche sind wichtig. Du kannst sogar zwei Blüten verbinden. Damit füllst du den Platz auch schön aus. Ich wusste, dass ich das hinbekomme. Wow! Hast du das selbst gemalt? Du kannst es haben, Annie. Ich habe noch andere kreative Sachen zu erledigen. Aber diesmal wähle ich einen ganz anderen Ansatz. Keine Bange, wir bleiben beim Thema Blumen. Siehst du, wie diese Linien die Blätter zum Leben erwecken? Lass dir ruhig Zeit damit. Du kannst auch Gras malen, siehst du? Der nächste Teil wird aber etwas komplizierter, denn wir wollen einzigartige Muster machen. Und zwar mit einem Luftballon. Das war irgendwie schön. Jetzt nutzen wir ihn als Stempel. Und wir bekommen diese lustigen und einzigartigen Blumen. Und die letzte nicht vergessen. Cool, oder? Fantastisch! Wie findest du das? David, wie kommst du nur auf solch schöne Ideen? Dank meines Geheimtools. Oh, das Bild macht richtig gute Laune. Gut genug, um eingerahmt zu werden. Aber warum schon aufhören? Ich brauche nur Inspiration. Richtig. Du hast was gesagt? Oh, Susan, das war nicht nett. Oh, ich weiß nicht. Hey. Meine Blätter. Oh, entschuldige. Ups. Schau, was du gemacht hast. Es ist hin. Hey, soll ich dir mal was zeigen? Hast du schon mal was von einem glücklichen Unfall gehört? Das ist einer. Wow. Darf ich? Klar, du kannst auch unterschiedliche Größen nehmen. Fantastisch. Machen wir noch mehr drauf. Was glaubst du, wie viele hier drauf passen? So viele, wie du willst. Jetzt wird's verrückt. Du kannst so ziemlich alles nehmen, solange es bunt ist natürlich. Findest du, es sind jetzt genug? Sieht ziemlich cool aus, stimmt's? Schlag ein, mein kleiner Künstler. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Pinsel mit einem, naja, Pinsel bemale. Ich male ein paar bunte Streifen auf die Pinselborsten. Sieht aus wie ein Regenbogen. Ah, da liegt ein Blatt Papier. Oh, Achtung, da passiert was. Dieser Tag ist voller Magie. Wow, das ist eine Eiswaffel. Wie süß. Sieht lecker aus. Hätte ich doch bloß eine echte Eiswaffel. Oh, jetzt habe ich Lust auf Eis. Lass mal sehen.
Diese Runde fängt ja gut an. Oh, ohne Hände? Das ist sowas von mies. Okay, meine Hand und der Pinsel sind bereit. Diesmal beginne ich das Bild mit roter Farbe. Ich male das Eis rot an, das macht echt Laune. Ich male mit verschiedenen Farben Punkte auf das Bild. Mit Rot, Gelb, Blau und vor allem Weiß. Und nun füge ich etwas Wasser hinzu, damit die Farben miteinander verlaufen. Oh, sie liegt schon wieder so weit vorne, ich sollte besser anfangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als so zu malen. Eine meiner leichtesten Übungen. Okay, jetzt male ich ein paar Punkte auf das Papier. Die Farbe muss auch auf das Bild. Die Farbe macht dich hier besonders gut. Oh nein, das ging voll daneben. Okay, das ist mein Endresultat dieser Runde. Tada! Aber immerhin ist es bunt. Das kann man mir nicht ankreiden. Ich bin mit meinem Bild auch fertig. Schau mal, die Technik, die ich benutzt habe, hat funktioniert. Voll nice. Wow, hat sich in eine Eiscreme verwandelt. Mein Wunsch ging in Erfüllung. Sieht genauso aus wie das Eis, das ich gemalt habe. Mal sehen, wie es schmeckt. Hoffentlich gut. Das tut es. Richtig gut. Na, du hättest bestimmt auch gerne echtes Eis, oder? Was für eine Challenge wird uns dieses Mal erwarten? Bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Guck mal, ein niedlicher Frosch. Guck mal, wie er herumhüpft und vor sich her quakt. Ich bin sowas von bereit, ein Bild mit Froschmotiv zu malen. Wow, ich auch. Ich liebe Frösche und Kröten. Ich kann es kaum erwarten. Yes, mit zwei Händen. Und du mit einer Hand. Ich benutze diesen Filzstift mit feiner Spitze für diese Challenge. Ich beginne mit zwei Herzhälften, die ich nebeneinander male. Und dann verbinde ich sie so miteinander. Oben kommt ein Bogen hin, etwa so. Er hat so süße kleine Fingerchen, echt niedlich. Soweit, so gut. Und nun male ich den Frosch noch bunt an. Natürlich male ich ihn grün an, schließlich ist er ein Frosch. Ha, ich Glückspilz darf beide Hände benutzen. Ich bin bestimmt doppelt so schnell, weil ich beide Hände benutzen darf. Das sieht gut aus. Meine Strategie geht voll auf. Sie hatte recht. Er hat wirklich kleine süße Fingerchen. Die sehen sowas von knutschig aus. Okay, mit der Umrandung bin ich fertig. Und nun kommt das Kolorieren. Ich bin schneller, als die Polizei erlaubt. Ist das nur Einbildung oder ist das Rauch? Na los, schneller. Wow, das Papier qualmt vor sich hin. Ah! What the heck? Wie hat sie denn da drüben Feuer gemacht? Ups, das war's dann wohl mit meinem Froschbild. Ich habe wohl zu fest aufgedrückt. Also, mein Bild ist nicht in Flammen aufgegangen. Tada! Ist der nicht süß? Oh, was ist das? Ein Fruchtgummifrosch? Der ist bestimmt aus meinem Bild entsprungen. Kommen da noch mehr raus? Schüttel, schüttel, schüttel! Wow, so viele Fruchtgummifrösche. Oh Mann, das riecht wie Wassermelone. Hoffentlich schmeckt der Frosch so gut, wie er riecht. Wow, echt gut. Ich liebe Fruchtgummi über alles. Wow, was machst du denn? Fahr mal einen Gang runter. Nee, ich kann bei Fruchtgummi einfach nicht anders. Hier ist es so dunkel. Ich habe solche Angst. Was ist das für ein Ding? Verschwinde aus meinem Zimmer. Hilfe! Was ist hier los? Da ist ein Riesenmonster. Dafür hast du mich geweckt? Ein Kleiderständer? Oh, schätze, das war nur in meinem Kopf. Gute Nacht. Entschuldigung, aber dunkel ist es trotzdem. Ist nur ein Kleiderständer, stimmt's? Ich bin sicher. Was? Ah, es ist wieder da. Ich brauche Hilfe, bitte. Hilfe. Was? Da drüben. Oh. Ich sehe hier nichts. Aber ich weiß, wie wir das ein für alle Mal beenden. Zuerst schwärzen wir die gesamte Leinwand. Wenn wir damit fertig sind, tragen wir mit einem Stempel weiß auf. Mit schwarz malen wir dann einen Baum. Wir malen sogar einen kleinen Wald. Als nächstes kommen weiße Sterne an den Himmel. Mit etwas Spritzern stechen wir dann Löcher in die Leinwand. Wir machen hier und da ein paar Löcher und stecken dann Lichter durch. Damit solltest du dich sicher fühlen. Wow! Jetzt musst du keine Angst mehr haben. Licht aus! Hä? Was ist das da drüben? Oh, ein Monster? Oh, hör auf, mich zu ärgern. Jetzt fühle ich mich viel besser. Monsterfrei, so muss das sein. Okay, Freunde, es ist Picknickzeit. Esst einfach die imaginären Snacks. Oh, mir ist langweilig. Oh, Sissys Handy. Oh, aber ich komme nicht rein. Ich weiß, ich brauche ja nur ihr Gesicht. Vorsichtig. Nicht aufwachen.
Hier ist das Gesicht. Oh, das klappt nicht ohne ihre Augen. Dieses Klebeband sieht sehr stabil aus. Ich muss nur ihre Lider heben, ohne sie aufzuwecken. Darf das andere Auge nicht vergessen. Haha, da sind sie. Jetzt kann ich das Handy entsperren. Geht's jetzt? Nee, das klappt immer noch nicht. Wenn ihr Gesicht doch nur normaler aussehen würde. Komm schon, mach ihn zu. Was stimmt denn mit dem Ding nicht? Jetzt mach die Klappe zu, okay? Halt still. Okay, so wird das nichts. Warte mal, die Folie ist wie ein Blatt Papier. Ich leg sie einfach auf ihr Gesicht und male es komplett ab. Das Telefon wird dann schon die Form ihres Gesichts erkennen. Hey, wenigstens hält sie dabei still. Ich muss nur den Kiefer richtig hinbekommen. Perfekt. Ein Meisterwerk. Kann ich dir helfen? Warum kommt mir das so bekannt vor? Wenn du wirklich ein Gesicht malen willst, dann nimm ein Foto. Finger weg. Ich zeig dir, wie man's richtig macht. Als erstes musst du deine Stifte in Position bringen. Bastle was, das wie ein Haar aussieht. Siehst du, es ist fertig. Dann zeichnest du das Gesicht einfach nach. Und automatisch zeichnet der andere Stift das Gleiche. Es folgt einfach den Bewegungen, siehst du? Das ist total einfach. Dafür braucht man keine Kunstausbildung. Sieht originalgetreu aus, oder? Als ob ich in den Spiegel schaue. Hey, das hat geklappt. Bis später. Was auch immer du tust, lies nicht meine Nachrichten. Schau dir auch nicht meine Fotos an. Also gut, los geht's. Oh, warte, du bist zuerst dran. Nee, beginnen wir zusammen. Mal sehen, was das Zufallsrad mir gibt. Ein Lach-Emoji. Oh, echt jetzt? Yes, ich darf eine Hand benutzen und du gar keine. Mal sehen, was die Magie uns bringt. Sind das Quetschflaschen? Weißt du was, Guy? Für diese Runde brauchen wir Schürzen. Okay, nun kann die Challenge endlich beginnen. Vielleicht ändert das Zufallsrad noch seine Meinung. Bitte, bitte, mach schon, bitte! Oh mein Gott, es hat funktioniert, das ist ja unglaublich. Ich mal sowieso lieber Eis als Emojis. Okay, der Kreis ist perfekt. Es fehlen aber noch die Augen. Augenbrauen dürfen auch nicht fehlen. Alles klar, mit der Flasche bin ich durch. Und nun kommt Blau. Ich male die Tränen und male sie mit Blau aus. Funktioniert doch ganz gut. Das ist erstmal genug Teig. Und jetzt kommt Rot. Ich muss nur fest genug auf die Flasche beißen. Schön am blauen Rand entlangfahren. Gar nicht mal so übel. Okay, und nun kommt Gelb. Ohne Gelb wäre es schließlich kein Smiley. Da ist jede Menge leere Fläche, die aufgefüllt werden muss. Ich will keine Lücken, also muss alles bedeckt sein. Gleich ist der Pfannkuchen fertig. Zeit zu wenden. Wow, das ist sowas von gut geworden. Oh nein, meine Nase kitzelt, das ist nicht gut. Oh nein, der Deckel ist ab. Oh, was für eine Sauerei. Oh, das ist echt übel. Kopf hoch, Sky. Schon gut, mein Pfannkuchen ist dann wohl fertig. Vielleicht kann man mit dem Pfannenwender noch was retten. Ich schieb das etwas zur Seite und... Naja, noch schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Okay, schon besser, oder? Ich finde schon. Danke für den Versuch. Oh je, da hat aber jemand schlechte Laune. Hey, wirf mal einen Blick auf meinen Pfannkuchen. Süß, oder? Okay, dieses Mal drück ich drauf. Was das Zufallsrad dieses Mal anzeigen wird. Ein Baum. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Was? Schon wieder ohne Hände? Mal sehen, was in dieser Runde so für uns ansteht. Oh, ist das ein Glas Tinte und ein Strohhalm? Na, dann sollte ich mal besser anfangen. Lasst mich nicht im Stich, Ellbogen. Gut gemacht. Und nun muss der Deckel runter. Yes, okay. Den Strohhalm kann ich mit meinem Mund nehmen. Okay, und jetzt muss ich noch an etwas Tinte drankommen. Oh, funktioniert. Was soll ich denn nur mit diesem Strohhalm anstellen? Oh nein, sie trinkt die Tinte. Halt, das ist keine Limo. Was? Oh, sah so aus, als würdest du die trinken. Den Strohhalm brauche ich doch zum Malen. Mit dem Strohhalm pushte ich die Farbe in die richtige Richtung.
Wow, das sieht echt mega aus. Kaum zu glauben, dass du das mit nur einem Strohhalm hinbekommst. Oh, wieso geht das denn nicht? Vielleicht muss ich noch fester in den Strohhalm pusten. Na los, mach schon, blöde Tinte. Phew. Oh, was ist mit meinem Gesicht? Oh, ich habe mich eingesaut. Was jammert die denn so rum? Oh, sieht echt übel aus. Warte. Hä? Warten? Wieso? Sieh mal, ich habe hier etwas pinke Farbe. Ich drücke etwas pink auf dein Blatt und daneben noch eine andere Farbe. Okay, das hätten wir geschafft. Und nun brauche ich noch ein Ohrstäbchen. Damit tupfe ich in das Hellrosa. Und dann tupfe ich die Farbe auf die schwarzen Baumäste. Sieht aus wie Blüten, wie kleine Knospen, die im Frühling aufgehen. Das sieht richtig schön aus, findest du nicht auch? Wow, dank deiner Hilfe sieht mein Baum richtig schön aus. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Ich auch, echt schön. Naja, dann stecken wir wohl nun hier drin. Kann's losgehen? Hey, wie geht's? Lang nichts mehr von dir gehört. Dann kümmere ich mich eben um meine Nägel. Hä? Na endlich! Da passiert was! Sieh nur das Licht! Sieht nach Aliens und UFOs auf. Wie aufregend! Das ist so cool, was wohl als nächstes passiert. Was? Ich darf meine Hände nicht benutzen? Oh, wie unfair. Eine Hand? Das ist gar kein Problem für mich. Na, dann male ich mal meinen kleinen Alien-Freund. Hier der Kopf und nun kommt der Körper. Natürlich hat er auch Arme, zwei Stück, um genau zu sein. Und er läuft auf zwei Beinen. Und nun kommen noch ein paar Details dazu. Er hat große schwarze Augen, eine kleine Nase und auch einen kleinen Mund. So hauchen wir ihm Leben ein. Oh, bei ihr sieht das mit einer Hand wie ein Kinderspiel aus. Oh mein Gott, neben mir steht ein echtes Alien. Was macht er denn da mit meinem Stift und Teller? Was ist das denn? Soll wohl eine Art Selbstporträt sein. Hey, Alien-Kumpel, guck mal, was ich gemalt habe. Er tanzt sogar, wenn sich das Wasser bewegt. Er hat echt abgefahrene Moves, findet ihr nicht auch? Gefällt's dir? Bestimmt, oder? Yes, es gefällt ihm. Wow, ein echt cooler Astro-Kuchen. Wow, der Kuchen ist für mich. Okay, dann bekommst du das Bild. So einen tollen Kuchen habe ich echt noch nie gesehen. Oh, sie kriegt einen Kuchen und was kriege ich? Anscheinend gar nichts. Zumindest nichts weiter als diese Alien-Kritzelei. Hey, was ist denn mit mir? Willst du das Bild haben und gegen einen Kuchen tauschen? Nein? Oh, what the heck? Das Bild hast du gemalt. So eine Gemeinheit. Der Kuchen ist toll. Ich probiere ihn mal. Der Astro-Kuchen schmeckt mega. Voll cool, dass ich die Runde gewonnen habe. Oh, ich liebe diese Süßigkeit. So fruchtig. Diese Geschmacksrichtung ist besser als das Original. Augenblick mal. Ich habe eine Idee. Dafür schütte ich ein paar aus. Die sind so kunterbunt und schön. Rosa gefällt mir am besten. Und jetzt sortiere ich sie nach Farben. Zuerst ist Blau dran. Und nun Pink. Gut, alles sortiert. Und nun fehlt nur noch ein Hauch von Magie. Yes, ein Puppet! Mein Wunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen. Erstmal eine Runde spielen. Hey, what the heck? Was machst du denn? Das hier ist eine Mal-Challenge. Ah, stimmt. Voll vergessen. Das Puppet hat mich etwas abgelenkt. Yes, dieses Mal darf ich Hände benutzen. Und zwar alle beide. Das ist meine Chance. Das leihe ich mir kurz aus. Das Puppet brauche ich für mein Bild. Zuerst male ich mit Rot. Okay, ich male das Innere des Puppets mit den Farben aus. Ich bin schon sehr gespannt auf das Endergebnis. So, und nun ist die zweite Reihe des Puppets mit Orange dran. Okay, fertig. Mal sehen, wie das wird. Nun muss ich das Puppet noch umdrehen. Und schon kann ich loslegen. Rot, Rot und etwas Blau hier. Oh Mann, mit zwei Händen kann man einfach viel mehr machen. Hey, ich weiß, was ich machen werde. Auf geht's, Naseweiß. Dann male ich eben mit meiner Nase. Puh, die Farbe kitzelt ein bisschen. Mit dieser besonderen Maltechnik werde ich bestimmt punkten. Klappt doch ganz gut. Und nun ist Orange dran. Guck mal, dieses Puppet habe ich mit meiner Nase gemalt. Juhu, meins ist auch fertig und gefällt mir sehr gut. Sieh nur, wie perfekt die Kreise sind. Meins ist besser als deins. Wow, das ist Zauberei. Puppet-Kekse. Da muss ich probieren. Oh, wow, das schmeckt so gut. So etwas Gutes habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Wow, siehst du auch dieses helle Licht? In der Runde sind wohl Boxen dran.
Diese Box gehört mir. Oh, wow, guck mal, was ich hier habe. Spraydosen. Was wohl in meiner drin ist? Schütteln hilft hier nichts. Ich muss sie öffnen. Wow, so viele Buntstifte. Die gefallen mir wirklich gut. Oh, guck mal, noch eine kleine Box. Was da wohl drin ist? Ich sehe einfach mal nach. Huh? Ein wirklich schräger Inhalt. Ein Auge aus Fruchtgummi. So klebrig. Okay, ich esse den jetzt, weil ich voll Hunger habe. Mmm, sowas von gut. Und süß. Ich liebe es. Wow, der Snack hat mir echt gut geschmeckt. Gibt's noch mehr Snacks? Hey, sieh mal, wir dürfen beide Hände benutzen. Ich habe meine Handschuhe an. Die Runde kann also beginnen. Zuerst sprühe ich mit der blauen Farbe in die Mitte des Papiers. Das Glas benutze ich als Orientierung für die weiße Farbe. Jetzt haben wir einen perfekten Kreis in Blau. Dann brauche ich noch einen Teller. Den lege ich so auf das Papier. Und mit Schwarz sprühe ich noch einmal um den Teller herum. Und ein bisschen Schwarz kommt in die Mitte, dann sieht's wie ein Auge aus. Und ich bin bereit, mit einer Hand zu malen. Und los geht's. Ich male ein Auge mit nur einer Hand. Also bisher läuft's wie geschmiert. Und ich bin fertig. Tada, mein Lachgesicht ist fertig. Wow, wie hast du denn das geschafft? Meinst du das Auge hier? Sieht echt gut aus, oder? Oh wow, das Bild hat sich in ein Auge aus Fruchtgummi verwandelt. In ein riesiges Auge sogar. Voll krass, wie geht das? Das ist riesig, darf ich es haben? Nein, das gehört mir. Und nun entschuldige mich, ich muss dieses Auge essen. Oh, Mann, naja, ich habe meinen Kuchen auch nicht geteilt. Wow, was geht ab? Was ist das? Oh, und noch eins. Das werden ja immer mehr. Ha,